Seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu The Dragoness, Command of the Flame. Wir sind mittlerweile in unserer zweiten Mission und haben hier die Aufgabe, die Tore von Noita zu verteidigen. Und das sieht wie folgt aus. Also wenn wir also hier mal reingehen, dann sehen wir, wir haben hier Garnisonstruppen und unsere eigene Armee. Und das sind jetzt quasi unsere Verteidiger. Und unsere eigene Armee kann ich also, wenn ich das möchte, beziehungsweise wenn ich da Ressourcen habe, kann ich dieser Garnisonsarmee verstärken. Und der Gegner wird also in unterschiedlichen Intervallen dann versuchen, hier anzugreifen. Genau. Und wir sehen es hier, die Verteidiger, die Tore von Noita, runden bis nächster Angriff, eine Rebellenangriffe übrig, 5. So, das heißt also, wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier unseren Weg beschreiten und versuchen, den ein oder anderen Gegner vom Feld zu räumen und unsere Armee dementsprechend dann zu erweitern. Wir haben hier, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Greifen und einen Schlammkobold. Und hier gibt es zum Beispiel so ein Feld, das wird jetzt hier gar nicht näher bezeichnet. Man sieht es hier, hier kannst du ein neues Monster rekrutieren. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall mal gleich machen. Ansonsten sind die Gegner hier dann etwas stärker. Hier vielleicht nicht, da gibt es zwei Zentauren. Hier ist ein Greif und eine Harpie. Also das sind so unsere Optionen am Anfang. Ich würde sagen, wir greifen hier mal an. Und dann werden wir sehen, was passiert. So, er wird ja auf jeden Fall hier versuchen anzugreifen. Das heißt, wir werden erstmal hier angreifen mit unserem normalen Angriff. Ich werde unseren End mal hier rüberbringen, weil der ja tendenziell jetzt angegriffen wird, beziehungsweise der andere wird angegriffen. Wir werden uns verteidigen. Greifen hier an. Okay, 0 ist gut. Das heißt, wir werden einmal heilen. Und schicken unseren End hier mal los. Und wir sehen es, wir haben beim Centaur jetzt einen Lebenspunkt weniger. Das ist aber akzeptabel. Das heißt, wir können hier in der nächsten Runde okay. Also hier kommt dann der erste Angriff. Wir sehen es, er hat die jungen Hydras dabei. Die können immer über das ganze Feld marschieren. Haben aber nicht so viel Angriffspotenzial. Das kann also unsere Armee hier bewältigen, ist kein Problem. So. Ein Angriff. Und das war's.
was just a scouting party. Ja. We need to make sure our forces are ready to defend the gate. Richtig. Gut, das heißt, hier sehen wir also jetzt nächster Angriff in 8 Runden. Das heißt, bis dahin sollten wir mal sehen, dass wir unsere Verteidigung etwas aufpushen. Und wir können jetzt hier am Lagerfeuer wählen zwischen einem Ent und einem Zentauren. Ich würde jetzt hier den Zentaur mitnehmen. Und unsere Armee hier mal etwas organisieren. Ich werde sie noch nicht vereinigen, damit ich hier die Chance habe, auch noch zweimal anzugreifen. Und wir werden als nächstes dann hier oben versuchen, die Harpy und den Greif zu erledigen. Hier ist ein Artefakt. Hier kann ich noch Monster rekrutieren. Hier kann ich das Monster rekrutieren. Hier oben. Hier noch. Ja, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall auch natürlich noch Ressourcen. Das ist ganz klar. Wir können hier mal reinschauen. Centaur und den Taurus. Hier auch ein Centaur mit einem Stern. Okay. Greift gleich an. Ach, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Das ist ein Fehler. Weil jetzt habe ich hier nämlich schon zu wenig an Energie, also an Lebenspunkten. Aber gut. Okay. Die Harpie. Mal schauen, was sie macht. Wir werden hier auf jeden Fall vorgehen. Okay. Sehr berechenbar, die Harpie. Wieder einsammeln. Wir dürfen ja für die Erfüllung leider keine Greifen benutzen, deshalb muss ich jetzt hier den Centaur mitnehmen und werde jetzt die beiden hier vereinigen. Der Vorteil ist, dass ich jetzt hier eine Einheit habe, die wieder volle Lebenspunkte hat. Ja, und das hier ein alter Mechanismus aktivieren auf eigene Gefahr. Na, da weiß man nicht genau, was man dann bekommt. Der Trupp hier ist relativ stark mit 2 Fernangreifern. Hier könnte man angreifen. Hier vielleicht. Sehen, also schauen wir mal. A lever in the middle of the road? Perhaps it'll be adorned with one of those do not touch glyphs. Richtig, Natik, richtig. Und wir werden hier Eisen mitnehmen. Und ja, gehen wir jetzt in die Richtung oder gehen wir hier rüber? Hier hätten wir 2 Centaur. Könnte man angreifen. Hier der Trupp ist sehr stark. Hier auch. Hier auch. Hier oben. Regieriger Hund. Okay. Schön für den Hund. Vielleicht erst hier runter. Hier wäre noch ein End und ein Greif. Hier.
Ich denke, ich werde mal hier zu dem End- und dem Schlammkobold gehen. Da gibt es auch noch Vorräte. Mal gucken, wo das Portal dann hinführt. So, Ends. Ja, ein End wäre jetzt noch nicht schlecht. Bewegungspunkte 3. Also kann er mich hier noch nicht angreifen. Okay. Viele Nuller dabei hier. Hier ist sogar jetzt die Gesundheit schon fast betroffen. Aber geht sich genau aus. Herstellung. Ja. Eine Ressource. Hier haben wir ein bisschen Essen. Ich glaube, hier möchte ich jetzt noch nicht angreifen. Das ist, glaube ich, etwas gewagt. Ja, die zwei Ents, die stören mich da so ein bisschen. Ich denke, ich werde mal mir hier das noch holen und dann versuchen, durchs Portal zu gehen. Okay, das bringt uns wieder hier nach unten. Was hatten wir denn hier? Hier hatten wir Zentauren. Könnten wir uns sogar leisten, den mit einem Stern. Ich gucke hier nochmal rein. Okay, hier könnten wir uns den Licht leisten. Der ist nicht so schlecht. Da fehlen uns aber leider 3 Granit. Hätte ich das mal hier oben aufsammeln sollen. 12 Tower. Ja, das hätte ich mal tun sollen. Dann habe ich leider überhaupt keinen Granit. Da ist eins. Ja, okay, also er scheint da auf jeden Fall echt fit zu sein. Den ganzen Weg jetzt hier hoch machen. Lohnt jetzt auch nicht. Gehen wir mal zu den 2 Centaur hier. Müssen dann eben wieder zurück. Der End. Der braucht halt ewig. Das ist dann jetzt so ein reiner Abnutzungskampf hier.
Okay, jetzt schießt er auf jeden Fall auf den End. Das reicht. Nein, ist schon heftig. Heilen kann ich leider nicht. Ja, ich werde mir also das hier holen. Dann hier drüben. Dann schauen wir mal, was in dem anderen Gebäude, was ich da noch rekrutieren könnte. Also hier könnte ich ja den Centaur rekrutieren. Was haben wir dann hier drüben noch? Hier liegt noch was frei. Okay, hier könnten wir den Lich rekrutieren. Was macht der denn? 40 Gesundheit. Nahkampf 12. Ja, der ist doch eigentlich... sieht doch ganz gut aus. Den wollen wir uns mal holen. Okay, jetzt haben wir noch 2 Runden. Okay. Hier werden wir uns etwas organisieren. Zwei Ensen, Greif, Ensen, Tower. Zwei Ensen, Harpier. Ich glaube, ich werde hier angreifen. Er schwebt hier so ein bisschen. Der ihn ruhig verlangsamen, das ist mir egal. Ich werde hier mal etwas näher rangehen an unsere Truppe. Ah, und wir sehen, der Lich kann also
der greift alles an in seinem Umfeld. Wir sehen das, er hat ja so eine Sense dabei. Und wir sehen das also hier, dass er im gesamten Umfeld angreift. Muss mal so ein bisschen aufpassen. Nicht zu nah dran sein an dem Kollegen. Okay. Mal einmal abwarten. Hier auch. Auf jeden Fall ganz hilfreich. Ja, der 3 Lebenspunkte hat er verloren. Ist aber okay. Vorräte. Und hier noch eine neue Einheit. Ich denke, wir werden hier mal ein End mitnehmen. Oder die Harpie. Die Harpie ist halt schneller. Den End könnte ich halt aufwerten auf einen mit einem Stern. Ah, ich nehme die Harpie. Okay. Jetzt ist die Überlegung, ob wir hier den Kollegen in der Garnison noch was mitgeben wollen für die nächste Runde. Und ich würde sagen, wir geben ihnen hier den Centaur mal mit. Der kann ja wahrscheinlich da ein bisschen Hilfe leisten. Und wir selbst, ja, sollten vielleicht hier unten mal angreifen. Hier, hier. Ja, ihn können wir wahrscheinlich noch nicht. Ihn hier könnten wir kurz umstellen. Und die nächste Angriffswelle. Jetzt mal warten, was die Bäume machen. Okay. Da geht mir halt viel Schild verloren, denke ich mal. Mal schauen, ob er das so durchhält. Ne, er kommt näher. Das ist gut. Wir sind ja Verteidiger. Da kann ich ruhig ein bisschen defensiv spielen. Okay. Wir warten ab. Okay, hier kann ich angreifen. Hier oben sollte ich eigentlich angreifen. Da muss ich auf jeden Fall den Tower wegstellen, aber ich könnte mit den 2 Greifen erstmal angreifen. Stelle ich mich mal hier hin.
0 war jetzt natürlich nicht sehr hilfreich. Ja, jetzt hat er da die Einheit natürlich schon aufgemischt. Der Greif kann 10. Okay. Den Baum hier mal erledigen. Ja, er greift ihn aber trotzdem an. Okay, dann machen wir mit unserem 13er Greif hier angreifen. Ich muss ich eigentlich wegschicken. Okay, der Greif, der muss jetzt hier rüber. Der Greif wartet. Okay, der End ist erledigt. Okay, doch einige Verluste hier hinnehmen müssen. Report that the next wave will be even more punishing. Yeah. Okay. Though, given your track record, Commander, we should be just fine. Huh? Jetzt kann ich heilen die dann auch auf. Na, wir werden es sehen. Da an. Das heißt, ich muss mir einen Platz aussuchen, wo er oder wo ich jemand anderen erwische. Okay, die Harpie kann erst nochmal hier zurück. Können noch hier einmal schießen und greifen dann an. Wir werden mal hier die Regeneration machen. Und ich glaube, die heilen hier nicht auf. Das ist natürlich schlecht. Da müsste ich die beiden vereinen. Harpie oder End.
Ich glaube, hier sollten wir jetzt den End mal mitnehmen. Auf jeden Fall 5 Runden. Das heißt, wir werden jetzt hier mal rumgehen, das hier ausprobieren, hier vorne angreifen. Ja, ihn werde ich erst nochmal auslassen, denke ich. Das sieht relativ stark aus. Obwohl, es sind nur er und 2 Schlammkobolde, also auch nicht so viel eigentlich. Null. Das war jetzt natürlich nicht gut. Ja, das war gut. Da hat er nämlich uns nicht getroffen. Okay. Aber ich denke, ich werde die Harpie angreifen, weil er sonst hier um sich schlägt. Na, wir sehen es. Also diese Sense, die er hat, sehr mächtig eigentlich. Das ist hier nix. Ja, wenn wir mal hier den Hebel aktivieren, oder was auch immer das ist. Okay, es gibt einen Kampf. 2 Centaur. Null anfangen ist immer suboptimal. Mit null. Ah, viele Nuller unterwegs hier. Warten. Hier werde ich wegfliegen. Kannst dich hier hinstellen. Okay. Wichtig war jetzt, dass wir das Schild da behalten, dass er nicht noch irgendwie Gesundheitspunkte abgezogen kriegt. Jetzt irgendwas bekommen dafür? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Ja, soll ich dich jetzt hier angreifen oder nicht? Das ist die Frage. 2 Kobolde. Hier gibt es
ja auch noch jede Menge zu holen und zu entdecken. Ich muss auf jeden Fall sehen, dass ich da oben nochmal hinkomme. Weil wie wir sehen, also es wird nichts geheilt. Das heißt, wir müssten die greifen, müssten wir auf jeden Fall zusammenführen. Und dann wäre es eigentlich ziemlich hilfreich, hier unten noch irgendwas zu rekrutieren. Beziehungsweise hier oben, aber der ist natürlich recht stark. Weil kaufen kann ich nichts. Ich habe wenig Granit. Hier oben könnte ich noch angreifen. Das eben nicht. Ich brauche auf jeden Fall aber zwei Runden bis hier hoch. Das reicht mir nicht. Also hier können wir noch angreifen. Harpier und zwei Schlammkobolde. Null. Okay. Ja, das war ein Fehler. Ist mir aber egal. Ah, schade, jetzt hat er hier doch Schaden genommen. Er hat doch 14 Schaden genommen. Leider. Erstmal. Hier nehme ich... Eigentlich muss ich die Schritte nehmen. Hier brauche ich auf jeden Fall mal Granit. Wie brauche ich denn hier? Bin 30. 12. Katapult könnte ich mir hier leisten und hier könnte ich mir noch einen Tower leisten. Was kann denn das Katapult? Das wissen wir nicht. Das sehen wir nur, wenn wir reingehen. Okay. Ja, hier aufsammeln, hier hingehen. Da gibt es ein Artefakt. Ja, das Schwert haben wir schon. Brauchen wir nicht. Dich brauche ich nicht angreifen. Du bist zu stark. Okay, wir müssen eh jetzt hier zurück. Katapult. Den Schild 30, Fernangriff 5. Scheint mir jetzt nicht besser zu sein wie
Er hier. Komm aber jetzt nicht mehr darüber. Okay, das heißt, wir werden hier erstmal organisieren. Wir werden euch beide vereinen. Und ich werde euch hier... den End mal spendieren. Für die Angriffswelle. Auf den Centaur. Ja, und eigentlich auch den Lich, weil warum nicht? Den hole ich mir dann wieder ab. Und hol mir hier den Centaur mit einem Stern. Ja, weil wir wären jetzt nämlich nicht mehr hingekommen. Das war jetzt eigentlich der Grund. Das heißt, ich werde mich hier einfach wieder positionieren. Und wir werden jetzt hier den Kampf noch machen. Was hat er denn? Neugieriger Hund. Taurus. Und ein Frostjünger. Okay. Dem sollten wir hier gleich mal die Zähne ziehen, dem Frostjünger. Taurus. Okay. Ah, der Hund kann auf jeden Fall hier gleich schon mal über das ganze Feld rennen. Okay. Wir werden... hier mal angreifen. Weniger. Greifen. Ja, dann geht er wieder auf den Centaur. Das ist aber okay. Wir werden aber uns mal in diese Richtung bewegen. Greifen hier den Hund an. Mit dir greife ich. Ja, mit dir greife ich hier auf jeden Fall an. Der Centaur kann hier schon mal auf den Taurus schießen. Ja, okay. Der ist nicht ohne. Am besten stehen bleiben. Okay, das war jetzt knapp, weil das war wichtig. Hätte er ihn getroffen, dann wäre es das gewesen. Ein bisschen lucky gewesen jetzt hier. Okay, ja, wir holen dich ab und holen dich ab. Und holen dich ab.
würde dich auch noch mitnehmen. Nee, ich würde vielleicht ein End noch holen. Dann könnten wir hier den End upgraden. Der Frostdünger. Mal sehen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen heilen. Wir werden jetzt hier den Tower mal machen. Hier würde man ja auch gern hin, aber hier oben erstmal hin. Wenig Ressourcen eigentlich. Ja, aber ich sehe schon, ich bin schon weit drüber über der Zeit. Ich werde an der Stelle dann erstmal die Folge beenden und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann werden wir hier den Kampf führen und werden sehen, ob wir die nächste Angriffswelle überleben. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.